Herzlich willkommen zu Extra 3. Weltweit ist die Wissenschaft auf der Suche nach einem Mittel gegen Corona. Mein Tipp: Man müsste sich mal den Immobilienmarkt genauer angucken, denn der Immobilienmarkt ist ja erstaunlicherweise völlig immun gegen das Virus. Keine Spur von Krise. Häuser und Wohnungen werden weiterhin immer teurer und sind inzwischen für die allermeisten Menschen unerschwinglich. Denn gleichzeitig sinken ja die Einkommen. Mehr Leute sind in Kurzarbeit oder sogar arbeitslos. Also die Frage, wohnst du noch oder lebst du schon, stellt sich für viele gar nicht mehr, weil sich Leben und Wohnen finanziell inzwischen ausschließen. Man wird auch Leute irgendwann gar nicht mehr in Quarantäne schicken können, mangels Behausung. Und den Traum von den eigenen vier Wänden im Grünen kann man sich als normal verdienendes Paar ohnehin nur noch verwirklichen, wenn man Spaß am Camping hat. Ich habe sogar gehört, es gibt auf dem Land inzwischen 60% mehr Nacktschnecken, weil selbst die sich keine Häuser mehr leisten können. Wahnsinn. Hohe Kaufpreise haben natürlich auch hohe Mieten zur Folge. Oder besser gesagt, erstaunlicherweise, denn eigentlich gibt es ja die Mietpreisbremse, aber die tut es nicht so richtig. Für 41% der Wohnungen wird mehr verlangt, als die Mietpreisbremse eigentlich erlaubt. Ist das nur in Hamburg so? Wir machen eine weitere Stichprobe in Süddeutschland. In Heidelberg am Neckar überprüfen wir ebenfalls alle Wohnungsangebote. Mehr als 260. Hier sind sogar 87% der Wohnungen teurer, als ohne die Ausnahmeregelung erlaubt wäre. Ausnahmeregelung? Aha, die Mietpreisbremse hat eine Ausnahmeregelung. Das ist ja beruhigend. Eine Bremse mit Ausnahmeregelung. Hört man auch gerne vom Automechaniker. Die Bremse ist nicht kaputt, die hat nur eine Ausnahmeregelung. Eine Ausnahme, die Vermieter gern ausnutzen, ist, dass die Mietpreisbremse nicht gilt, wenn die Wohnung modernisiert wurde. Und was modernisieren Vermieter am liebsten? Das neue Bad, obwohl das alte Bad noch in Ordnung ist, und sind die Modernisierungen, die eben der Vermieter braucht, um die Mieten maximal steigern zu können. Oder ein zweites Bad. Hauptsache, die Mietpreisbremse lässt sich aushebeln. Da gibt's eben ein zweites Bad oder eine dritte Küche. Hauptsache Ausnahme. Es gibt in einigen Städten schon solche Wohnungsanzeigen. Biete 30 Quadratmeter, Nullzimmer, Küche, Diele, Bad, 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 950 Euro kalt. Manche Investoren machen genau daraus ein Geschäftsmodell. Die kaufen Wohnungen in günstigen Lagen und sanieren die dann zu luxuriösen Objekten und vermieten sie teuer. Und es gibt natürlich Leute, die das auch zahlen. Es hat halt auch zur Folge, dass sich mittelfristig die Städte verändern. Das sollte allen klar sein. Dann gibt es eben Großstädte, in denen nur noch Top-Anwältinnen, Unternehmensberater oder Investmentbankerinnen wohnen. Ist die Frage, ob das so schön ist. Ist auch die Frage, wer für die dann die Brötchen backt, das Taxi steuert oder die Kinder betreut. Normal verdienende Menschen leben inzwischen oft in Wohnungen, die für ihre aktuelle Lebenssituation eigentlich gar nicht mehr passend sind. Abends komme ich hier rein. Das ist das einzige Zimmer, was ich habe, wo ich eine Tür habe, die ich abschließen kann oder die ich halt zumachen kann, damit die Kleine schläft. Wie man hier schön sieht, ist es klein, deswegen habe ich hier nur die Toilette, auf die ich mich setzen kann, weil ein Stuhl extra passt eigentlich nicht mehr rein. Und dann ist das quasi hier mein Stuhl. Und falls ich noch nicht gegessen haben sollte, habe ich hier auch noch einen Klapptisch. Und das ist quasi mein Abend. Andere sitzen auf der Couch und ich sitze halt im Bad. Ja, immerhin hat sie ein Bad. Und was wäre die Alternative? Irgendwo für eine der wenigen größeren, nicht überteuerten Wohnungen anstehen und sich mit irgendwelchen fiesen Maklern herumschlagen. Ich meine, in der Großstadt kann da doch jeder ein Lied von singen. Zunehmend fällt es schwer, in Deutschlands Städten bezahlbaren Wohnraum zu finden. Stell dich mal ganz hinten an, hinten an. Alle in der Schlange wollen meine Wohnung. Oh, du bist alleinerziehend, verdienst nicht viel. Mit deinem Mindestlohn kriegst du hier keine Wohnung. Letzte Woche hab ich der Stadt 10 Sozialwohnungen billig abgeschnackt. Guck, wie ich die Miete rausschmeiß, schmeiß, 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 schmeiß. Woo! Und auch noch deine Oma. Alle Bewohner haben ein Schreiben von der Hausverwaltung bekommen mit folgendem Hinweis: Leben heißt Veränderung. Keine Wohnung. Jetzt wird hier gentrifiziert, Luxus saniert. Bist du nicht super reich, dann gibt's keine Wohnung. Und wenn ich was Neues baue, wisst ihr genau, das wird leider wieder nur eine Reihe.
reichen Wohnung. Na gut, ich habe noch ein Kellerloch, voller Schnäppchen, freu dich doch. Gerade mal 2000 Tacken, aber leider nicht beheizt. Heizt, 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 heizt. Geile Wohnung. Und für dich hab ich ne Wohnung direkt am Wasser. Geile Wohnung. Ein Song von Dennis Kaup und Jesko Friedrich. Die hohen Mieten können sich gerade die Menschen nicht mehr leisten, die besonders durch die Corona-Krise betroffen sind. Solo-Selbstständige zum Beispiel, ganz viele Künstlerinnen und Kulturschaffende. Aber zumindest da will ja die Politik etwas tun. Die jetzige Zeit bedeutet Unsicherheit. Und deshalb ist die Bundesregierung zusammen mit den Ländern, ganz zuvörderst bei uns auch die Staatsministerin für Kultur, Monika Grütters, daran interessiert, dass unser kulturelles Leben auch in Zukunft eine Chance hat und dass Künstlerinnen und Künstlern Brücken gebaut werden. Oh, das finde ich gut. Die wollen Brücken bauen. Hoffentlich haben dann unter den Brücken auch alle Platz. Vielleicht müssen wir aber auch einfach umdenken. Vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass Wohnen einfach ein Konzept aus der Vergangenheit ist. So wie Pferdekutschen, Videotheken oder die SPD. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Die SPD hat einen Kanzlerkandidaten. Glückwunsch! Es ist ein Olaf. Noch bevor die Union sich geeinigt hat, noch bevor die Grünen sich entschieden haben, prescht die SPD vor. Und auch Olaf Scholz zeigt im Rahmen seiner limitierten Möglichkeiten durchaus so etwas wie Emotionen. Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen. Ja, da merkt man doch, dass Corona ist. Normalerweise müsste es nach so einem Gag Lacher geben. Dass Olaf Scholz nominiert wurde, ist auf der einen Seite folgerichtig. Er hat sich durchgesetzt gegen exakt null Mitbewerber. Oder wer hätte es sonst machen sollen? Manuela Schwesig will nicht, Malu Dreyer will nicht, Stefan Weil will wohl auch nicht. Heiko Maas ist der unbeliebteste Außenminister seit Erfindung des Amtes. Karl Lauterbach hat keine Zeit. Der muss zu Lanz. Gut, Hubertus Heil, der ist beliebt, aber wenn man sich die Slogans vorstellt, Heil für Deutschland, es könnte die falsche Zielgruppe ansprechen. Und die Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wiederum liegen bei den Beliebtheitswerten ungefähr auf der Höhe des Coronavirus. Da ist es schon nachvollziehbar, dass man denjenigen auswählt, der als Vizekanzler halbwegs staatstragend rüberkommt. Andererseits waren es aber gerade diese beiden, Esken und Novabo, die Scholz bei der Wahl zum SPD-Vorsitz ausgestochen hatten. Olaf Scholz, das war ja der Mann, den die SPD nicht wollte. Da sehe ich schon die Wahlplakate der SPD vor mir. Olaf Scholz, vielleicht findet ihr ihn ja besser als wir. Liebe SPD, was ist eigentlich aus dem guten alten Sprichwort geworden, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu? Oder werden die Sozialdemokraten am Ende doch noch ihre späte Liebe zu Olaf Scholz entdecken? Wage ich zu bezweifeln. Ja, Olaf Scholz ist der Mann, der im Wirecard-Skandal gesagt hat, er hätte gern mehr getan, doch die Regeln hätten das nicht zugelassen. Ja, ist schwierig, wenn man die Regeln selbst gemacht hat. Und auch wenn man sich an Scholz' Zeit als Hamburgs erster Bürgermeister zurückerinnert, dann will man ihm doch zurufen, Olaf, G20 Minuten in dich und überleg, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Scholz war außerdem der Architekt von Gerhard Schröders Agenda-Politik und er steht für die GroKo. Esken und Walter-Borjans wiederum wurden ja gewählt, um die SPD aus der GroKo und nach links zu führen. Also was soll das alles? Wie passt das alles zusammen? Ein Tag vor der Nominierung von Olaf Scholz hat Saskia Esken öffentlich verkündet, die SPD könne sich eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei vorstellen. Und dann Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Ja, außerdem hat Esken gesagt, die SPD würde auch unter einem grünen Kanzler oder einer grünen Kanzlerin mitregieren. Also was jetzt? Wenn ich das mal versuche zusammenzufassen, dann muss man es, glaube ich, folgendermaßen ausdrücken. Die SPD sagt ganz offensiv, wir brauchen keinen Kanzler. Aber wenn wir keinen haben, dann ist es Olaf Scholz. Ohne Frage ist Scholz ein erfahrener, routinierter, mit allen Wassern gewaschener Politiker. Klar, da weiß man, was man hat. Ich meine, wird er plötzlich ausrasten? Wird er Visionen haben? Werden wir mit ihm irgendwelche Überraschungen erleben? Nö. Ja, glaube ich auch nicht. Also man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, wozu immer wieder austauschen, einfach mal mit dem vorhandenen Material weiterarbeiten. Bisschen aufpolieren,
dann geht das schon. Wobei das mit dem Aufpolieren auch Probleme machen kann, wie dieser reale Irrsinn aus Hamburg zeigt. Martina Hauschild. Kurt Dabbert hat etwas gesehen und er wollte was tun. Das hat er dann auch gemacht, und zwar sauber. In seinem Hamburger Stadtteil Langenhorn liegen nämlich wichtige Hinweise unter einer fetten Schmutzschicht. Also mir ist aufgefallen, dass keiner diese schönen Schilder putzt. In den letzten mindestens 10 Jahren sind die nicht geputzt worden. Und dann habe ich gedacht, mach's mal was Schönes und putz diese schönen Schilder wieder wie neu. So, das sieht doch ganz gut aus. Picobello. Und Verkehrsteilnehmer könnten Gefahren sogar erkennen. Von meiner Seite aus gesehen ist es ein gutes Bürgerengagement, um andere Leute anzuregen, das nachzumachen. Und damit das auch als gutes Bürgerengagement erkannt wird, hat Herr Dabbert von seiner Putzaktion ein paar hübsche Fotos gemacht und an die Zeitung geschickt, nach dem Motto, tue Gutes und sprich darüber. Allerdings hat durch eine Anfrage eines Journalisten auch das Bezirksamt Nord davon mitbekommen. Wir sehen es vom Bezirksamt nicht so gerne, wenn Bürgerinnen und Bürger selber Verkehrsschilder reinigen. Sie können sich in Gefahr begeben dabei, wenn sie von der Leiter fallen oder es kann zu vielleicht Verkehrsunfällen kommen. Ja, so eine Putzaktion ist brandgefährlich. Und die Schilder sind auch so empfindlich unter der Schmutzschicht. Die haben nämlich eine sogenannte retroreflektierende Schicht. Und die können nur mit Spezialreiniger und besonders weichem Schwamm gereinigt werden. Ansonsten wird diese Schicht zerstört. Auf keinen Fall habe ich sie zerkratzt. Im Gegenteil, Sie sehen das Ergebnis. So sauber und so glatt waren sie noch nie. Trotzdem kann hier nicht jeder einfach sauber machen, wie er lustig ist. Hier hat alles seine Ordnung. Sind Schilder viel zu schmutzig, werden sie abgebaut, zum Bauhof gebracht und entsorgt. Und nicht etwa sauber gemacht. Wir tauschen vom Bezirksamt Verkehrsschilder aus. Es ist unwirtschaftlich, selbst dann dort auf die Leiter zu steigen und regelmäßig zu putzen. Gut, es sieht eigentlich ganz einfach aus, aber es ist illegal. Ich fand die Aktion von Herrn Dabbert wirklich super toll. Also ich verstehe nicht, warum die Schilder so wenig gepflegt werden und man dann Ärger kriegt, wenn man es tut. So, Herr Dabbert, Ihr gutes Bürgerengagement bringen Sie jetzt mal schön nach Hause. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? Wenn das jeder machen würde. Ein Satz, den sich hartnäckige Maskenverweigerer in öffentlichen Verkehrsmitteln auch oft anhören müssen. In einigen Bundesländern gibt es jetzt nicht mehr nur den freundlichen Hinweis, hallo, bitte, Maske auf, auch über die Nase, sondern unter Umständen auch 150 Euro Bußgeld. Zack, das ist happig, aber man muss sagen, die Disziplin lässt doch irgendwie zu wünschen übrig. Das Problem an der Geschichte ist, die Leute setzen dann meistens die Maske auf. Sobald wir aber wechseln oder sobald die Zugtüren zugehen, können wir dann auch nichts mehr machen. Und dementsprechend machen sie es nur für den Moment. Ja, letztens habe ich sogar erlebt, wie eine Frau im Bus die Gesichtsmaske zum Niesen extra runtergezogen hat. Ja? Hören Sie! Klar, könnte ja schmutzig werden, der Stoff. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP hat vor einigen Tagen Verständnis für diejenigen geäußert, die sich den Corona-Maßnahmen verweigern, auch für diejenigen, die dagegen auf die Straße gehen. Seine These, die Politik hat versäumt, den Menschen genau zu erklären, was eigentlich das Ziel der gesamten Maßnahmen ist. Herr Kubicki, könnte es sein, dass Sie in den letzten 6 Monaten versäumt haben, den Kopf aus dem Hintern zu ziehen? Wie ist das möglich, dass Sie das nicht mitbekommen haben? Es ist 6 Monate lang über praktisch nichts anderes geredet worden in diesem Land. Welche Maßnahmen und warum? Warum tun Sie so, als wären Sie nicht Vizepräsident des Bundestages, sondern Vizepräsident eines indigenen Amazonas-Stammes, der von allen Nachrichten komplett abgeschnitten ist? Nochmal zum Mitschreiben. Das Ziel der Corona-Maßnahmen war und ist das Leben von zum Beispiel 68-jährigen Männern wie Ihnen zu schützen. Ich hoffe, es ist jetzt angekommen. Leider besteht ja kein Anlass zur Entspannung. Bei den Corona-Neuinfektionen sind wir inzwischen in Deutschland wieder auf dem Stand von Anfang Mai. Markus Söder, der vor kurzem noch mit den hohen bayerischen Testkapazitäten geprahlt hatte, musste kleinlaut zugeben, dass 44.000 Reiserückkehrer, darunter 900 positiv Getestete in Bayern, noch nicht über ihr Testergebnis informiert worden sind. Das ist peinlich. Die Lage ist so schlimm, er muss sogar seinen geplanten Besuch an der Nordsee absagen. Bayern geht vor. Leider, leider,
Nicht an die Nordsee. Was für ein Heuchler. Ich wäre so gern im Watt gewandert. Ha. Stattdessen muss ich in Bayern bleiben. Es ist so schade. Ich glaube dem kein Wort. Wahrscheinlich hat er selber die Proben verschlammt, damit er nicht Krabben pulen muss. Weltweit haben sich die Infektionen laut Johns Hopkins Universität in den vergangenen 6 Wochen verdoppelt. Mit anderen Worten, die Corona-Krise macht ordentlich Fortschritte, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir haben die Chance, das Virus einmal ganz persönlich zu befragen. Ich habe hier ein hochauflösendes Mikroskop. Ja, es sieht vielleicht gar nicht so aus, aber hier kommt wirklich modernste Technologie, modernste Bildgebung zum Einsatz. Alles von Ihren Gebühren angeschafft. Und ich sehe es schon. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen SARS-CoV-2. Hi, freue mich riesig. Danke für die Einladung. Aber hey, ich wäre auch ohne gekommen. Ja, das glaube ich gern. SARS-CoV-2, darf ich der Einfachheit halber Coronavirus sagen? Du, nenn mich, wie du willst. SARS-CoV-2, Covid-19, Coronavirus, nicht schlimmer als eine Grippe. Oder wie mein Freund Donald Trump sagt, it does what it does. Also, wie ihr mich nennt, das geht mir mehrspurig an den Proteinen vorbei. Hauptsache, ich kann weitermachen wie bisher. Ja, danach sieht es im Moment ja durchaus aus. Kann man sagen, 2020 war Ihr Jahr? Ach, es ist der Wahnsinn. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben. Welttournee, Access All Areas. Ja, ich bin inzwischen bis in die entlegensten Winkel der Erde vorgedrungen. Das haben bisher nur DDT und Mikroplastik geschafft. Ja, Glückwunsch. Danke. Ja, ich bin ja zurzeit auch auf Deutschland-Tour und ey, das läuft super. Vielen herzlichen Dank, liebe Leute. Die Menschen, die nutzen ja die Maske inzwischen nur noch so als Kindschoner. Ja, und selbst in der größten Pandemie, da könnt ihr euren Arsch nicht stillhalten und quetscht euch zusammen mit Tausenden an den Strand. Oh, yippie. Auch sonst, ihr macht alles richtig. Ihr lasst Menschen unter unwürdigen Bedingungen in unbelüfteten Räumen arbeiten. Wie heißt das noch? Schlachthof. Nee, das andere. Ah, ich hab's, Klassenzimmer. Da komme ich demnächst rein. Oh, ich freue mich schon so. Ja, wir Viren, wir haben zwar kein Gehirn, aber wir sind nicht ganz bescheuert. Wie ist das eigentlich? Wie fühlt sich das an? Vor einem Jahr kannte Sie noch keiner. Jetzt sind Sie in aller Munde. In aller Rachen. Ja, aber so viel Fame, das musst du erst mal aushalten. Du, ich bin das ja gar nicht gewohnt. Ich bin ja kein Influencer wie die Influencer. Schön, dass wir den Gag auch noch untergebracht haben. Christian, wir müssen aber noch was klarstellen. Ich bin kein Newcomer. Ich mache den Job hier schon seit den 60ern. Ach, tatsächlich so lange? Seit den 60ern? War mir gar nicht klar. Na klar. Ich dachte halt, ich bleibe für immer in den Tieren haften. Und dann kommt ihr Menschen und holt mich da raus. Und das Allergrößte, ihr vernichtet den natürlichen Lebensraum der Wildtiere, sodass sie jetzt immer näher zu euch Menschen kommen. Oh, wie geil ist das denn, bitteschön? Sie meinen also, diese Zoonosen, dass gefährliche Erreger vom Tier auf den Menschen übergehen, die werden uns noch häufiger zu schaffen machen? Ja klar, mal ehrlich, Christian, wer hat noch Bock auf Fledermaus, wenn er Mensch haben kann? Ja. Und auch an dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön für den Support, liebe Leute. Ich versichere euch, meine Schwestern und Brüder, die scharren schon mit den Hufen bereit für das nächste große Ding. Aha. Letzte Frage. Könnte denn eine Impfung die Situation grundsätzlich verändern? Das sehe ich skeptisch. Sie sehen das skeptisch? Warum? Aus Prinzip. Aus Prinzip? Ich bin Impfgegner. Ah, vielen Dank für das Gespräch. Ja, die Weltmächte investieren Milliarden in die Forschung nach einem Impfstoff, denn eins ist klar, wer als erster den Impfstoff hat, der bekommt auch als erster nach der Impfung den Lutscher. Ja. Nun gibt es aufregende Neuigkeiten. Bei der Entwicklung eines Impfstoffs hat Russlands Präsident Putin einen Durchbruch verkündet. Sein Land habe als erstes ein wirksames Mittel entwickelt und auch schon zugelassen. Eine seiner beiden Töchter sei bereits damit geimpft worden, so Putin. Oha, dann weiß ja jetzt die Welt, welche seine Lieblingstochter ist. Man kann jetzt nur hoffen, dass Donald Trump nicht auf die Idee kommt, das Gleiche mit seinen Kindern zu machen. Ich muss der Welt beweisen, dass es sinnvoll ist, sich Desinfektionsmittel in die Vene zu spritzen. Eric, kommst du mal her? Natürlich ist Trump sauer, dass ihm Putin den Rang abläuft. Die Suche nach dem Impfstoff ist ja gerade wahnsinnig aufgeladen, politisch aufgeladen. Und Putin braucht einen Erfolg. Deswegen haben ja die Russen den Impfstoff auch Sputnik genannt. Sputnik V, Sputnik, genau.
Der Wettlauf ins All, genau wie im Kalten Krieg. Nur, dass man sagen muss, dass die Russen jetzt gerade zum Jupiter wollen, ohne zu testen, ob die Rakete überhaupt abhebt. Wichtige Testreihen haben die einfach übersprungen. Der Impfstoff wurde insgesamt nur an 38 Personen getestet. 38 Personen. Ein Impfstoff, liebe Leute, ein Impfstoff wird unzureichend getestet und kommt zu früh auf den Markt. Ich will ja nicht sagen, aber genauso beginnen Zombie-Apokalypsen. Und für Attila Hildmann wäre das ein innerer Reichsparteitag. Also zusätzlich zu seinem ständigen äußeren Reichsparteitag. Das wäre ein Fest für Impfskeptiker und Corona-Leugner. Also wenn dieser Impfstoff dann schlimme Nebenwirkungen hätte. Also die Leute, die überzeugt sind, dass Bill Gates uns alle vergiften will, die würden sich freuen. Und dass das Virus gar nicht existiert. Also diese Leute, die Frage ist dann nur, warum hat Bill Gates Einfluss auf Wladimir Putin? Egal, Hauptsache Corona ist ein Fake und niemand muss eine Maske tragen. Manchmal denke ich auch, es wäre viel besser, mehr Probleme zu leugnen. Man sollte einfach leugnen. Ja? Ich glaube, das macht Spaß, denn erstens ist man der Oberchecker, der sieht, was die anderen Schlafschafe gar nicht wahrnehmen. Und zweitens ist es einfacher. Wenn man Corona leugnet, muss man nicht mit Maske rumlaufen. Ja? Wenn es brennt, schaltet man einfach den Feuermelder aus und denkt, komm, ne, jetzt ist die Gefahr einfach nicht mehr da. Wenn man den Klimawandel leugnet, dann muss man nicht auf Fleisch oder Flugreisen verzichten oder deswegen ein schlechtes Gewissen haben. Ich glaube ja, Verschwörungserzählungen sind nichts für Querdenker, die sind was für faule Säcke. Und wie man ernsthaft den menschgemachten Klimawandel leugnen kann, ist mir vollkommen schleierhaft. Ich meine, wenn man Klimaleugner fragt, wer denn ihrer Meinung nach für die immer höheren Temperaturen verantwortlich ist, dann sagen 20% die Ausländer, 20% der Wolf und 20% Sven Plöger und Claudia Kleinert. Der Rest sagt, es gibt gar keinen Klimawandel, die Temperaturen steigen ja gar nicht. Dabei ist das inzwischen nicht nur messbar, sondern schon spürbar. Wir erleben gerade den dritten Dürresommer in Folge. Fragen Sie mal Förster, ob sich etwas verändert. Fragen Sie mal Bauern, ob sich etwas verändert. Es wird mehr heiße Sommer geben, mehr Stürme, mehr Flutkatastrophen, weniger Tierarten und schon bald keine Korallenriffe mehr. Und die Klimaleugner sagen, nö, glaube ich nicht. Ist falsch. Es gibt noch Korallenriffe halt, nur nicht in Australien, sondern in Duisburg. Im Kern ist ja das Leugnen von Fakten gar nichts Neues. Im Kern ist das Religion. Das ist Petra S. Für die junge Mutter ist ihre Religion der Mittelpunkt ihres Lebens. Mein Glaube gibt mir Halt gegen all die Versuchungen um uns herum. In ihrer Religionsgemeinschaft hat man den unerschütterlichen Glauben, dass es den menschgemachten Klimawandel nicht gibt. Die Petra war immer eine unserer überzeugtesten Leugnerinnen. Ich bin nach unseren Gebetsstunden sogar freiwillig länger geblieben, um die Klimahysteriker bei Facebook zu bekehren oder zu beschimpfen. Nächstenhass war mir immer sehr wichtig. Doch irgendwann hatte sie Zweifel. Mama, guck mal! Denn die Nachrichten berichten immer häufiger von Naturkatastrophen. Waldbrände in Australien, Überschwemmungen in Indonesien, Dürre in Afrika. Vielleicht doch die Folgen eines menschgemachten Klimawandels? Ich habe ein Problem mit meinem Glauben. Vielleicht sollten wir ja doch unseren Lebenswandel ändern. Weniger Fleisch essen, mehr Fahrrad fahren. Nun werd mal nicht gleich klimahysterisch, mein Kind. Das Wetter wird schon wieder ganz normal. Und dann finden das wieder alle langweilig. Hinzu kommt, Petras Tochter hat sich der Sekte Fridays for Future angeschlossen und verunsichert ihre Mutter ständig mit sogenannten Fakten. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Aber was ist, wenn sie doch recht haben? Mein Kind, du wurdest vom Anti-Leugner in Versuchung geführt. Da bleibt uns jetzt nur noch ein letzter Ausweg. Also Standardbuße? Ich bestelle 4 Wochen täglich mehrere Kilo Billighack und Grillkohle im Online-Versand aus China? Jupp. Puh, und ich dachte schon, ich sei verloren. Na gut, dann fahre ich jetzt mit dem SUV nach Hause, um noch ein paar Stunden bei offenem Fenster zu heizen. Und so hat Petra S. den Weg zurück zu ihrem Glauben gefunden. Ein Glaube, der Fakten versetzen kann. Ach, und dreh deiner Tochter, der klimahysterischen Göre, mal schön den Strom ab. Mach ich. Danke, Oliver Durke und Tim Grunendahl. Die Wissenschaft findet die erstaunlichsten Dinge heraus.
Ja, das beeindruckt mich immer. Häufig Dinge, die Männer betreffen. Es gibt zum Beispiel Forschung darüber, dass Männer mehr Spaß haben beim Rudeltrinken. Interessant, oder? Oder 86% der Männer sind mit ihrem Penis zufrieden. Das wurde wissenschaftlich erforscht. Oder nach einer anderen Studie stehen Männer nach 10 Bier auch auf Männer. Oder Männer mit Glatze wirken erfolgreicher, intelligenter und männlicher. Haben männliche Wissenschaftler mit Glatze herausgefunden. Wahrscheinlich dieser Professor. Über Männer weiß man fast alles, über Frauen erschreckend wenig. Was eventuell daran liegen könnte, dass in Deutschland nur 33% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen sind. Und allein unter den 219 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträgern in Medizin finden sich nur 12 Frauen. Zu Frauen gibt es weniger Studien, weniger Wissen, weniger Daten. Das ist der sogenannte Gender Data Gap. Männer in der Forschung interessieren sich für Männer, forschen über Männer und betrachten Männer als die Norm. Das hat konkrete Auswirkungen, zum Beispiel auf die Sicherheit von Insassen in Autos. Autos werden traditionell mit männlichen Crash-Test-Dummies getestet. Auch hier ist wieder mal der Durchschnittsmann der Durchschnittsmensch. Daher sind Autos für Frauen weniger sicher. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Unfall schwer verletzt zu werden, ist für Frauen 47% höher. Zu sterben 17% höher. Weil es keine weiblichen Crash-Test-Dummies gibt, die wirklich den weiblichen Proportionen entsprechen. Die Autoentwickler sagen, wie Unfälle auf Frauenkörper wirken, das testen wir nicht an Dummies, dafür nehmen wir dann echte Frauen. Autos sind generell so konstruiert, dass Männer da erstmal gut reinpassen. Und Frauen müssen sich anpassen. Dann heißt es ja, die können ja den Sitz nach vorne schieben oder können den Sitz hochstellen. Ja, das müssen sie dann gucken, wie es für sie irgendwie funktioniert. Das ist aber nicht nur unbequem, sondern auch gefährlich. Denn durch den geringeren Abstand zur Instrumententafel zum Beispiel drohen bei einem Unfall Verletzungen im Brustbereich, aber auch an den Füßen, Knien, Oberschenkel oder Becken. Warum macht man sich umgekehrt? Warum kommt keiner auf die Idee, Autos an Frauenkörper anzupassen? Ja, erstmal der Frauenkörper und dann sagt man den größeren Männern einfach, ihr könntet das Schiebedach aufmachen, wenn euch das zu klein ist. Anderes Beispiel. Die Formel für die Standardtemperatur in Büros beruht auf einem Stoffwechsel eines 40-jährigen, 70 Kilo wiegenden Mannes. Alle anderen müssen einfach ihren Stoffwechsel anpassen. Oder morgens was Entsprechendes anziehen. Ich friere ja auch immer so schnell. Ne, muss man kreativ sein. Auch in der Medizin wird der Mann oftmals als Norm angesehen. Wenn man einfach mal schnell aktuelle Lehrbücher der Anatomie googelt, findet man das hier. Ne? Der Mensch ist ein Mann oder hier. So hat Mann den Menschen immer gesehen. Oder auch hier. Oder hier. Der Mensch ist erstmal Mann, die Frau ist ein unbekanntes Wesen. Beipackzettel zu Medikamenten zum Beispiel sind fast nie nach Geschlechtern aufgeschlüsselt. Männer und Frauen reagieren aber auf Medikamente unterschiedlich. Oft ist die Dosis für Frauen zu hoch. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Männer die Packungsbeilage oder fragen ihren Arzt oder Apotheker. Den Frauen sagen wir toi, toi, toi. Warum geht das nicht? Ja, ich meine, diese Beipackzettel sind groß wie ein Stadtbad von New York. Und dann sagt man, nee, also das Frauen extra, das kriegen wir da wirklich nie mehr drauf unter. Frauen haben auch andere Krankheitssymptome als Männer, zum Beispiel der Herzinfarkt. Männer bekommen meistens einen sogenannten Hollywood-Herzinfarkt. Das heißt, der Mann greift sich an die Brust und ruft, ich sterbe jetzt. Und man weiß, entweder hat er Herzinfarkt oder Schnupfen. Jedenfalls ist es ernst. Das ist bei Frauen nicht so. Frauen zeigen andere Symptome, Übelkeit, Müdigkeit oder Schlafstörungen. Deshalb bleiben ihre Infarkte oft unerkannt. Sie sterben daran häufiger als Männer. Wie ein Herzinfarkt bei Frauen aussieht, das wird Studierenden der Medizin nicht unbedingt beigebracht. Viele Krankheiten von Frauen werden fast gar nicht erforscht. So gibt es zum Beispiel 5-mal mehr Forschung über Erektionsstörungen bei Männern als über das prämenstruelle Syndrom bei Frauen. Und das, obwohl 90% der Frauen unter mindestens einem prämenstruellen Syndrom leiden. Wesentlich weniger Männer unter Erektionsstörungen. Und warum gibt es eigentlich bis heute noch nicht die Pille für den Mann? Am 18. August vor genau 60 Jahren kam die erste Pille auf den Markt. Die Pille wird 60. Seit 60 Jahren gibt es hormonelle Verhütung für Frauen. Für den Mann gibt es zur Empfängnisverhütung nach wie vor nur Kondome und Liegefahrrad. Zeit für ein persönliches Gespräch mit dem Arzt. Der nächste bitte. Ah, hallo Frau Kästner, schön Sie wiederzusehen. Oh, heute zu zweit? Ja, das ist mein Mann Christian. Ich bin hier, um Steffi zu unterstützen. Toll.
Finde ich toll. So ein moderner Mann. Also, einmal ein Rezept für die Pille, wie immer. Nee, ich fühle mich damit nicht mehr so wohl. Gibt's da vielleicht eine Alternative? Ja, die Pille von einem anderen Hersteller. Kein Problem. Nee, eben nicht die Pille. Da unterstütze ich Steffi total. Also ich würde alles für sie tun. Alles. Also auch Kondome benutzen? Ja, nee, das nicht. Kondome sind irgendwie so umständlich. Und dann sind die ja auch manchmal mit Erdbeer. Ich mag ja keine Erdbeeren. Na, du unterstützt mich ja richtig toll. Das ist doch alles nichts gegen die ganzen Nebenwirkungen der Pille. Die aber teilweise durch die positiven Effekte wieder ausgeglichen werden. Die Pille macht Übelkeit. Aber auch schöne Haut. Depression. Aber auch glänzendes Haar. Und ein erhöhtes Thromboserisiko, das sich bei den Pillen der neuesten Generation sogar verdoppelt hat. Es gibt regelmäßig Todesfälle. Aber auch glänzendes Haar. Glänzendes Haar ist doch was Tolles. Und außerdem fühlt sich das mit Kondom irgendwie nicht so geil an. Ach was. Stell dir vor, Thrombose fühlt sich auch irgendwie nicht so geil an. Warum wird denn keine Pille mit weniger Nebenwirkungen entwickelt? Boah, da wird bestimmt schon dran geforscht. Also ich bin sicher, dass die Pharmaindustrie da ihre besten Männer dran gesetzt hat. Vielleicht sollte sie mal die besten Frauen dran setzen, dann wird das auch eher was. Die besten Frauen? Ja, war nicht schlecht. Oder vielleicht die Pille für den Mann oder sowas? Ja, genau. Da unterstützt sich Steffi auch voll und... Ja, ist gut, Christian. Ja, also zum Thema Pille für den Mann habe ich zufällig einen Filmausschnitt da. Schon in den 50er Jahren wurde ein Mittel in Gefängnissen getestet. Doch es vertrug sich nicht mit Alkohol. Dann geht's natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Aber dann wurde im Jahr 2009 noch mal eine neue Studie gemacht, wo Männern alle 8 Wochen Testosteron injiziert wurde. Mit einer Spritze. Alle 8 Wochen. Mhm. Jesus Christ. Und es wurde noch schlimmer. Es gab Nebenwirkungen. Übelkeit, Depression und da wurde die Studie natürlich sofort abgebrochen. Ja klar, das geht ja gar nicht. Gar nicht. Moment mal, bei Frauen sind die Nebenwirkungen okay, bei Männern aber nicht? Schatz, dauert das hier noch lange? Ich wollte ja heute noch Transformers gucken. Mann! Frau, was ist denn jetzt mit ihr los? Ich habe keine Ahnung. Hat wahrscheinlich ihre Tage. Ich gehe ja besser mal nach und unterstütze sie ein bisschen. Ja, es wird wohl das Beste sein, aber Pillenrezept nicht vergessen. Danke. Der nächste, bitte. Ein Film von Jesko Friedrich und Sebastian Ried. Ja, es kommen tatsächlich immer wieder neue Pillen auf den Markt. Die haben so freche Lifestyle-Namen: Aida, Eva Luna, Bellissima oder Jasminel. Dabei müssen sie tatsächlich ehrlicherweise so heißen: Thromosima oder Depressor. Die Jasminel von Bayer kam als neue Pille auf den Markt, obwohl sie laut unabhängiger Studien ein höheres Thromboserisiko hat als andere ältere Antibabypillen. Das ist wirklich wahr. In den USA haben deswegen 10.000 Frauen gegen Bayer geklagt und außergerichtlich knapp 2 Milliarden Dollar Schadensersatz bekommen. Vom Markt genommen wurde die Pille aber nicht, weil sie einen großen Pluspunkt hat. Sie macht angeblich nicht dick. Der Grund dafür, dass an neuen Pillen geforscht wird, ist selten Fürsorge für den weiblichen Körper, sondern eben Gründe wie dieser. Die Pharmafirmen haben neue Gestagene in diese Pillen hinzugemischt. Das hat Patentschutzgründe, weil man dadurch natürlich ein neues Mittel patentieren kann und dann einen ganz neuen Darstellungs- und Informationskatalog aufbauen kann, was diese neuen Pillen besser können oder anders können. Patentschutzgründe. Kurz gesagt, es geht den Pharmafirmen nicht um die Frauen, sondern um Männer. Vor allem um diesen Mann hier. Umso wichtiger, dass Frauen in gesellschaftliche Schlüsselpositionen kommen, an die Spitze von Pharmaunternehmen. Zum Beispiel, es gibt ja gerade wieder eine Diskussion um eine Frauenquote in Vorständen von börsennotierten Unternehmen. Nehmen wir einfach mal den Vorstand von Bayer. 5 Männer, keine Frau. E.ON, 5 Männer, 0 Frauen. Auch RWE und Siemens, keine Frau im Vorstand. Bei weiteren 20 der 30 DAX-Konzerne jeweils eine Frau im Vorstand. Angela Merkel hat Anfang Juli im Bundestag gesagt, dass sich daran etwas ändern muss. Selbst die CDU hat ja eine Frauenquote beschlossen. 50% bis 2025 in der CDU. Viele in der Partei sehen das skeptisch. Kein Wunder, wenn man sich solche Bilder anschaut von der nordrhein-westfälischen CDU. Armin Laschet im Kreise seiner Parteifreunde, da bräuchte es sogar noch eine Quote für eine zweite Hemdfarbe. Aber auch Astrid Hamka, ihres Zeichens Präsidentin des Wirtschaftsrats der CDU, nennt die Quote übermotiviert. Und da hat sie natürlich recht. Motivation hat in der guten alten CDU nun wirklich nichts zu suchen. Schön zu sehen, dass da noch jemand die alten Werte hochhält.
Immer wieder wird ja auch behauptet, die Frauenquote verhindere, dass Talent belohnt werde, dass die Guten nach oben kommen. In der Union zum Beispiel. Ja? Da kommen ja vor allem die nach oben, die talentiert sind. Ich lasse das mal so stehen. Warum sind Frauen noch nicht da, wo sie hingehören, nämlich in Führungspositionen an den Spitzen der Top-Unternehmen? Unsere russische Reporterin Katja Kreml will's wissen. 8 von 10 deutschen Unternehmen haben gar keine einzige Frau im Vorstand. Es gibt da sogar mehr Männer mit Vornamen Thomas als Frauen. Viele sagen, Frauen könnten doch selbst was dagegen unternehmen. Aber Thomas ist ein richtiger Kackname für eine Frau. Es gibt so wenige Frauen in Führungspositionen. Sind Sie vielleicht selber schuld? Ja, ich glaube, die wenigsten Frauen trauen sich tatsächlich. Woran liegt das denn, dass es zu wenige Frauen gibt? An der Selbstverwaltung der Frau. Dann müssen die Frauen sich mal ein bisschen mehr bemühen, dass sie sich nach vorne boxen. Welche Eigenschaften haben denn Frauen gegenüber von Männern? Die logische Eigenschaft ist, glaube ich, die Frau, glaube ich, auch ein bisschen Nachteil. Einmal im Monat wird man natürlich biologisch abgebremst, von einem kompletten Leistung zu bringen. Das könnte auch ein Grund sein, warum Frauen vielleicht nicht nach oben können. Ich glaube, dass schon manche Männer, manche Führungspositionen gerne eher mit männlich besetzen, weil sie es den Frauen nicht zutrauen. Und weil man dann nicht gemeinsam in den Puff kann. Richtig, genau. Russland hat weltweit den höchsten Frauenanteil im Top-Management mit 47%. Allerdings muss man wissen, dass in Russland alle als Frau zählen, die sich im Auto anschnallen oder keine Brusthaare haben. Wer wäre Ihnen lieber als Chef? Ein arbeitsloser Mann, ein Ausländer oder eine Frau? Also, da würde ich eher sagen, eine Frau dann. Nicht? Fällt Ihnen vielleicht ein Vorbild ein? Eine berühmte Frau in Führungsposition? Angela Merkel natürlich. Außer Angela Merkel. Nee. Margaret Thatcher? Sie ist ja tot. Ja. Sollte man vielleicht dafür eine Frauenquote einführen? Nein, da bin ich gar nicht für. Eine Quote würde dann dazu bringen, dass mehr schlechte Frauen reinkommen als so gute Männer. So sehe ich das, ja. So sehe ich das. Meinen Sie, die Frauen kommen nicht weiter, weil hier in Deutschland die Männer noch die Hosen anhaben und sich von Frauen nichts sagen lassen? Ja, auch. Darf ich diese Frage Ihren Mann stellen? Ja, ich glaube, das stimmt. Ein Grund für die niedrige Frauenquote in den deutschen Vorständen könnte sein, dass die Männer sich von Frauen nichts sagen lassen. Aber ich bin mir sicher, mit etwas Training und einer harten Hand kann man sie daran gewöhnen. Und jetzt, wie ich sie gesagt habe, zack, zack. Das war Katja Kreml für Extra 3. Geht doch. Brav. Danke, Katja Kreml und Martina Hauschild. Die Corona-Krise legt ja gnadenlos offen, woran das deutsche Bildungssystem krankt. Erstens, wir haben ein großes Problem mit der Bildungsgerechtigkeit. Unter dem Unterrichts- und Betreuungsausfall leiden ja insbesondere Kinder aus armen Familien. Da entstehen Wissenslücken, die sind vielleicht gar nicht mehr aufholbar. Um diese Kinder müsste man sich kümmern. Wir sind ja hier nicht in den USA, wo man sagen kann, der weiß nichts, der kann nichts, egal, wird er halt Präsident. Zweitens, die Ausstattung. Im Mai 2019 wurde der Digitalpakt beschlossen. Alle deutschen Schulen sollten mit moderner Technik ausgestattet werden. Aber das heißt, bei den meisten Toiletten mit Wasserspülung. Das war's dann auch. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben 66% der Schulen keinen Glasfaseranschluss. Außerdem teilen sich in NRW im Schnitt 30 Schülerinnen und Schüler einen Laptop. 30 Leute für einen Laptop. Und kein Glasfaseranschluss für vernünftiges Internet. Das heißt, an den meisten Schulen sind die Laptops höchstens für die Pause zu gebrauchen, zum Tischtennis spielen. Drittes Problem, Lehrermangel. Das fällt uns gerade jetzt auf die Füße, wo es eigentlich mehr Personal bräuchte, um kleinere Gruppen zu unterrichten. Leider ist aber weniger Personal da, weil 20% der Lehrerinnen und Lehrer nach ihrer Selbsteinschätzung zur Risikogruppe gehören, wegen sowas wie Bluthochdruck oder Spliss. Nicht falsch verstehen. Ich weiß, was jetzt für Zuschriften kommen. Einige sind wirklich Risikogruppe und es gibt sehr, sehr engagierte, vorbildliche Lehrerinnen und Lehrer. Aber andere ziehen sich auch einfach mal schön aus der Verantwortung. Ich denke, das haben wir alle miterlebt. Die meisten Eltern werden mir zustimmen. Im Lockdown war doch die häufigste Erfahrung mit Online-Unterricht die: Montags wird eine Mail rumgeschickt, macht bis Freitag die Seiten 40 bis 45 im Buch und am Montag drauf. Jetzt macht Seite 45 bis 50. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass völlig unvorhergesehene Ereignisse dazwischen kommen, mit denen wirklich
niemand rechnen kann, für die man auch gar nicht planen kann. Einfach so aus heiterem Himmel. Das ist in der Schulpolitik ganz oft der Fall. Auch im Moment wieder. Janine Ullmann hat die Breaking News. Herzlich willkommen zu Extra 3 Extra. Vollkommen überraschend sind heute an vielen deutschen Schulen Tausende von Kindern erschienen. Unser Reporter Dennis Kaub steht vor einer der betroffenen Schulen. Dennis, wie ist denn die momentane Situation? Ja, Janine, hier am Mommsen-Gymnasium herrscht absolutes Chaos. Ich habe heute Morgen in sehr viele fragende Gesichter geblickt. Und bei mir ist die Schulleiterin, Frau Müller-Reinhardt. Was ist denn hier los? Ja, keine Ahnung. Gestern war hier noch alles ruhig und heute Morgen standen plötzlich 1000 Schüler auf der Matte. Ich meine, dass heute, nach genau 6 Wochen, plötzlich die Sommerferien zu Ende sind, damit konnten wir nun wirklich nicht rechnen. Ja, wir werden das weiter beobachten und damit erstmal zurück zu dir, Janine. Berlin. Die Kultusminister haben soeben auf die Kritik reagiert, sie hätten im Sommer die Ausarbeitung eines Hygienekonzepts verschlafen. Ein Sprecher dazu? Also diese Kritik müssen wir wirklich entschieden zurückweisen. Es ist ja nicht so, als hätten wir in den vergangenen Wochen nichts gemacht. Wir haben ja schon was gemacht. Urlaub. Und wie ich gerade höre, gibt es am Mommsen-Gymnasium neue Entwicklungen. Dennis, wo bist du denn da gerade? Ja, ich habe mich jetzt in diesen potenziellen Corona-Hotspot hineingewagt. Und es ist schon sehr beeindruckend zu sehen, was unternommen wurde, damit heute doch noch Unterricht stattfinden kann. Bei mir ist Hausmeister Hansen. Herr Hansen, welche Maßnahmen haben Sie ergriffen? Ja, also wichtig ist nur, dass die Kinder, die das Schulgelände betreten, sich erstmal ordentlich die Hände desinfizieren. Und da haben ja viele Schulen die besten Voraussetzungen. Einfach Wasserhahn auf. Boah, das ist ja eklig. Genau. Die Brühe ist so dreckig, die killt einfach jeden Virus. Stichwort Aerosole, lüften Sie regelmäßig? Ja, lüften, also unsere Fenster gehen gar nicht richtig auf. Wir haben ja noch Windows 98. Wir haben andere Maßnahmen, um unsere Lehrkräfte zu schützen gegen diese kleinen Virusschleudern. Hier zum Beispiel unsere Deutschlehrerin, Frau Lamprecht. Hallo. Hallo. Und damit zurück zu dir, Janine. Frankfurt. Die Deutsche Fußballliga hat den Schulen ihre umgehende Hilfe angeboten und bereits ein erstes Hygienekonzept entwickelt. Es sieht vor, dass die Schüler ab sofort wieder für ihre Klassenräume zugelassen werden. Allerdings nur 20.000 pro Raum, keine Stehplätze und kein Alkohol. Zumindest bis Oktober. Und wie ich soeben höre, findet auf dem Mommsen-Gymnasium jetzt tatsächlich Unterricht statt. Dennis, wie ist die aktuelle Lage? Ja, neben mir findet Unterricht statt im Fach Mathematik und die kleine Marie wird gerade abgefragt und wir hören einfach mal rein. Wie ist denn das in Brandenburg? Also in Brandenburg muss ich im Unterricht keine Maske tragen, außer wenn ich mal Pipi muss. In Schleswig-Holstein muss ich im Unterricht eine Maske tragen, wenn ich in der 7. Klasse bin und Lust dazu habe. Und in NRW muss ich immer eine Maske tragen, aber bitte nicht so wie der Opa Armin Laschet hier. Und warum ist das überall unterschiedlich? Das weiß keine Sau. Sehr gut. Ja, und ich muss langsam mal los. Ich muss mir den letzten freien Bus schnappen, bevor die ganzen kleinen Virenschleudern da drin sitzen. Bis dann. Tschüss. Komm gut nach Hause. Danke, Dennis. Und das war Extra 3 Extra. Hier geht's jetzt weiter mit einem Horrorfilm für alle Eltern, der schon bald Realität werden könnte. Homeschooling Teil 2. Und damit zurück zu dir, Christian. Danke, Janine. Wie gefährlich der Schulbetrieb wirklich ist, da ist man sich in der Wissenschaft ja nicht ganz einig. Es gibt Studien, die sagen, geöffnete Schulen führen nicht zu gehäuften Infektionszahlen. Und es gibt Studien, die sagen, geschlossene Schulen sind extrem wirksam, um die Pandemie einzudämmen. Was denn jetzt? Auf oder zu? Ich glaube, wir wären auf der sicheren Seite, wenn wir Ganztagsschulen nur noch halbtags öffnen. Dann hätten wir beide Studien abgedeckt. Ja? Ja, ich denke, ich bewerbe mich fürs Kultusministerium. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Alles klar, das war Extra 3. Hier geht's jetzt weiter mit Inas Nacht. Bis nächste Woche.